Hey meine lieben Besties, willkommen zu unserem heutigen Best from Athletes Mobility Workout, kurz BAM Workout. Es geht um den Unterkörper. Unsere Belastungsdauer liegt bei 45 Sekunden, Pausendauer 10 Sekunden. Während der Pause erkläre ich euch, was als nächstes dran ist. Und wir stehen einmal zu Beginn, und zwar in einer breiten Grätschstellung. Die Füße sind leicht geöffnet, wir schieben die Hüften nach hinten, das rechte Bein bleibt lang, die Ferse des rechten Beins bleibt in Kontakt zur Matte und du kommst hier schön tief nach unten. Das linke Knie oberhalb der linken Fußmitte und jetzt gehen wir von dieser Position, bleiben tief, nach drüben zur rechten Seite. Wir haben hier schön die Adduktoren mit dabei und nochmal rüber, langsam kontrolliert. Das kräftigt natürlich hier auch die Beine und mobilisiert im Sprunggelenk. Je tiefer du kommst, umso besser. Aber natürlich orientierst du dich erstmal an deiner persönlichen Situation. Und wir kommen nach oben. Wir stellen uns mit den Füßen schulterbreit auf. Die Füße sind jetzt parallel. Du kannst dich mit den Händen an einem Türpfosten festhalten. Dazu machst du das Video einfach auf Pause, falls nötig. Ansonsten kommst du so wie ich jetzt hier, tief nach unten, die Arme nach vorne gestreckt, die Füße im Kontakt zum Boden weiterhin, die Knie ein bisschen nach außen gedrückt und dann drücken wir die Oberschenkel weit raus und kommen wieder ein bisschen nach innen. Und nochmal weit nach außen, versucht die Wirbelsäule wirklich schön lang und gerade zu halten. Die Hüften müssen und dürfen geöffnet werden. Und wie gesagt, ansonsten kannst du dich hier so an einem Türrahmen oder ähnliches, sollte zum Beispiel deine Sprunggelenkbeweglichkeit das Ganze noch nicht zulassen. Und wir kommen nach oben. Kurz ein bisschen auslockern. Weiter geht's mit Beinkreisen. Knie weit nach oben ziehen und zwar so weit du kannst. Das Standbein links bleibt in Position. Jetzt zieh nach oben und öffne zeitgleich. Geh weit nach hinten. Du kannst den Oberkörper jetzt ein bisschen nach vorne lehnen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und nochmal weit nach oben. Hochziehen und öffnen zur Seite. Mit viel Kraft arbeiten. Und natürlich auch dein Gleichgewicht suchen. Und noch einmal. Weit nach oben. Öffnen und nach hinten und ablegen. Natürlich der Seitenwechsel. Das linke Knie, also ich komme sogar ein bisschen ins Schnaufen. Warum? Weil es anspruchsvoll ist und du bestimmst selbst, wie anspruchsvoll du es dir machst. Wenn du die Bewegungen langsam machst und zeitgleich den Muskel wirklich so intensiv arbeiten lässt, wie es dir aktuell möglich ist, dann wird es auch anstrengender und natürlich auch effektiver, weil das ist Mobilitätstraining. Das Gelenk in eine Position zu bringen, die ungewohnt ist, zeitgleich den Muskel aufzufordern, diese neue Position zu kontrollieren, zu stabilisieren, zu sichern. Und weit nach hinten nochmal hoch. Zieh dein Knie hoch und wir lösen. Wir stellen uns mit den Füßen nochmal breit. Diesmal stehen die Füße parallel zueinander. Wir kommen in die volle Vorbeuge. Lehn dich nach vorne. Du kannst die gegenüberliegenden Ellbogen greifen und wieder nach oben. Po anspannen, Hüfte vor. Und nach unten so tief, wie es dir aktuell möglich ist. Versuch die Wirbelsäule lang und gerade zu halten. Und dann kommst du wieder nach oben. Po anspannen, Hüfte vorschieben. Und runter. Kontrolle. Nicht zu schnell. Manchmal ist meine erste Wiederholung ein bisschen flotter, weil ich euch einfach zeigen möchte, was ihr jetzt zu tun habt. Aber lieber etwas langsamer arbeiten. Jetzt bleiben wir hier einmal unten. So. Gehen mit den Händen zur linken Seite. Der rechte Arm greift zur linken Ferse. Und jetzt zieht hier der untere Rückenanteil
der rechten Seite und nach oben. Dann greifen wir mit beiden Händen, besonders mit der linken Hand zur rechten Ferse, und der linke untere Rückenanteil rollt langsam kontrolliert auf. Seitenwechsel. Und langsam aufrollen. Spüre wirklich, wie sich Wirbel für Wirbel öffnet. Langsam aufrollen. Und noch einmal. Und auslockern. Wir stellen uns schön gerade hin. Die Arme gehen beide nach oben. Und dann strecken wir die Arme, lehnen uns zur linken Seite, den Brustkorb eher so ein bisschen zur Decke geöffnet und kommen mit der Kraft der Körpermitte zurück. Linke Seite, rechte Seite im Wechsel. Und versuche hier immer die Kontrolle zu halten, besonders die rückwärtige Bewegung, indem du hier langsam die Spannung aus deiner Körpermitte holst und aufbaust. Und zurück. Und noch einmal. Und auslockern. Wir stellen uns auf das rechte Bein, ich zeige es von der Seite. Das linke Bein auf Länge gestreckt, Oberkörper nach vorne lehnen. Das rechte Bein so weit wie möglich gestreckt. Und nun drehst du, wenn du die Power hast, hier einmal auf, die linke Hüfte öffnen und wieder schließen. Das ist sehr anspruchsvoll. Auch hier kannst du dich wieder an der Wand oder am Türrahmen halten. Einfach das Video kurz stoppen. Ansonsten such dein Gleichgewicht. Mach die Übung dann so wie ich. Wenn man redet, ist das Ganze auch nochmal anstrengender für die Konzentration. Du merkst auch richtig, wie die Muskeln im Sprunggelenk an den Füßen arbeiten müssen. Wichtig für ein starkes Fußgewölbe. Würde ich den Blick jetzt mit zur Decke nehmen, wäre es noch anspruchsvoller. Aber das spare ich uns jetzt. So, rechtes Bein nach hinten. Und dann auch nochmal hier aus der Hüfte öffnen. Weit und schließen. Öffnen und schließen. Und nochmal weit öffnen. Sehr schön. Oh yeah. Schließen. Bring viel Spannung rein. Und schließen. Und zurück in die aufrechte Position. Wir stellen uns mit den Füßen schulterbreit, gehen in die tiefe Kniebeuge. So, entweder bleibst du in dieser Position oder du erschwerst dir das Ganze, indem du mit dem rechten Bein und linken Bein im Wechsel eine Innenrotation machst. Knie zu Boden. Sehr anspruchsvoll. Stärkt die Hüfte. Verbessert die Innenrotation im Bereich der Hüfte. Konzentration. Und wir haben noch zwei, noch einer und wir lösen die Spannung. Als nächstes ist der gerade Stand angesagt. Wir nehmen das rechte Bein nach oben und strecken das Bein so weit es geht nach vorne aus. Zeitgleich ziehen wir das Knie nach oben, halten die Spannung. Nehmen wir es zurück und der Seitenwechsel. Wieder so weit nach vorne und zeitgleich nach oben wie möglich. Das stärkt natürlich auch den Hüftbeuger,
ein wichtiger Wirbelsäulenstabilisator. Und nochmal der Wechsel. Und wir lösen. Die nächste Übung ist ein bisschen anspruchsvoll. Die machst du nur so weit mit wie möglich. Mit den Füßen stehst du hüftbreit. Dann gehst du ein bisschen auf die Zehenspitzen, Po anspannen, Brustkorb öffnen und die Knie kommen nach unten und du gehst wieder zurück. Du gehst nur so weit nach unten, wie es sich für dich wirklich absolut kontrolliert und gut anfühlt. Vielleicht kommst du sogar bis zum Boden. Vielleicht musst du vorher auf deinen Körper hören und sagen, ah, nee, jetzt gehe ich mal nicht weiter. Das reicht auch so erstmal zu Beginn. Du entscheidest selbst. Und wir gehen einmal in die kniende Position. Die Knie ein bisschen geöffnet. Setz dich mit Po auf den Fersen ab. Entweder bleibst du einfach in dieser Position oder du lehnst dich nun nach hinten und kommst langsam wieder nach vorne. Das dehnt natürlich im Bereich Kniegelenkstrecker, auch im Bereich der Hüften. Bauen wir hier auch mit Kraft auf. Und du spürst die Dehnung. Besonders im Rectus femoris ist es so ein Muskel, der in der Hüfte beugt und im Kniegelenk streckt. Oh ja, den spüren wir besonders gut. Und noch einmal weit nach hinten, wenn möglich. Und zurück. Ich drehe mich zu dir. Wir nehmen das rechte Bein nach vorne und den linken Fuß hier einmal zur Seite gestreckt. Dann drehen wir hier nach innen und öffnen wieder. Drehen nach innen, sodass die beiden Oberschenkel parallel zueinander sind und wieder öffnen. Und am besten, ohne dich dabei zu stützen. Ansonsten, wenn du Unterstützung brauchst, dann stütze ich auch gerne. Du machst so mit, wie es dir aktuell möglich ist, wie es dir gut tut. Haben wir auch nochmal die Innenrotationskomponente im Bereich der Hüfte, sehr wichtig. Und langsam kontrolliert. Und der Seitenwechsel. Im Idealfall auch hier wieder beide Oberschenkel parallel zueinander. Ein sehr kleiner Winkel im Kniegelenk stützt dich, wenn du möchtest und musst. Oder du kannst natürlich auch hier wieder die Hände weglassen, wenn es deine Beweglichkeit zulässt. Mach das Ganze langsam, kontrolliert. Mobilitätstraining heißt immer, wir kombinieren Länge des Muskels mit einer Kraftkomponente. Also die Muskulatur muss auch hier aktiv mitarbeiten. Wir bringen den Muskel nicht nur in eine passive Dehnung. Wir möchten Gelenkkontrolle erlernen. Und wieder raus aus dieser Position. So, wir gehen in Rückenlage. Kopf ablegen oder aufrollen, das entscheidest du. Und dann ziehst du das Bein so nah zum Körper wie möglich, öffnest es zur linken Seite in dem Fall, was das linke Bein ist, und kommst langsam wieder nach vorne. Zieh es ran, so weit wie möglich, halten, öffne es zur linken Seite. Ich nehme jetzt mal den rechten Arm zur Seite für ein bisschen mehr Stabilität und langsam gehst du nach vorne und nochmal. Weit nach oben. Halte die Kontrolle. Langsam. Du gehst nach vorne. Nach oben. Und lösen.
Wir gehen zum Seitenwechsel über. Du kannst natürlich auch den Kopf ablegen. Mir ist es einfach angenehmer, die Bauchmuskeln besser unter Spannung zu halten, indem ich hier ein bisschen aufrolle. Ich habe aber auch keine Nackenprobleme. Das heißt, für Leute, die sich aufrollen wollen und Nackenthemen haben, die können sich hier stützen und öffnen. Dann gehen wir langsam nach vorne und nach oben. Wieder langsam öffnen. Nach vorne und weit nach oben. Komm, konzentriere dich, streng dich an, spann die Muskulatur an, mach die Bewegung langsam, aber spür, wie du wirklich in jedem Gelenkwinkel die Kontrolle beibehältst. Noch einmal. Nach vorne und wir lösen. Dann legen wir uns einmal hier zur Seite. Rechter Winkel Kniegelenk, von mir aus auch rechter Winkel in der Hand, im Arm. Und dann liegen die Knie übereinander und du machst eine weite, starke Innenrotation. Hältst die Spannung. Jetzt steuern wir nur die linke Hüfte an. Spann an, streng dich an. Eine sehr isolierte Bewegung. Aber wichtig, um einfach so die verschiedenen Bereiche ansteuern zu können, das zu lernen. Hier im Bereich der Innenrotation, das sind bestimmte Faseranteile des Gesäßmuskels, der Tensor, so ein Muskel für die Innenrotation und andere Muskeln machen das jetzt hier. Streng dich an, geh weit in die Innenrotation. Bring dir und deinen Gelenken bei, dass auch diese Position wichtig ist. Dann der Seitenwechsel. Jetzt liegt das rechte Knie auf dem linken und jetzt machen wir hier die Innenrotation wieder im rechten Winkel. Bleib konzentriert. Und ab. Weit in die Innenrotation. Soweit du kommst, mit viel Kraft und Spannung. Und wieder runter. Und nochmal weit. Streng dich an, streng dich an, streng dich an. Und noch zweimal. Und ein letztes Mal. Halten, halten, halten. Und wir lösen. Und damit, meine lieben Besties, sind wir am Ende unseres heutigen kurzen, knackigen Mobility-Programms. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Lasst gerne einen Kommentar da und bis zur nächsten Session.